Es geht Richtung Endgame hier in Day of Billions. Bisschen Zeit haben wir noch, aber das kommt schon jetzt. So lange ist es auch nicht mehr hin. Ja, was mache ich gerade? Keine Ahnung. Die äußeren Wälle aufbauen. Ich war sehr ganz zufrieden, dass ich meine 4000 Gold pro Tick erreicht habe. Das wollte ich noch. Und jetzt kann ich einfach die bestehenden Ressourcen ausgeben für Verteidigung. Engpässe abdichten und so weiter. Das ist eigentlich alles, was ich jetzt noch machen muss. Immer diese zweite Verteidigungslinie vorwegziehen. Eigentlich idealerweise. Das ist das, was ich gerade mache. Hier ist so blöd, hier ist der Kartenrand zu nah. Hier kann ich nicht mehr vernünftig bauen. Das muss ich woanders machen. Außerdem sind eh, kommen hier mehrere. Also muss ich überlegen, wo kommen. Ne, wo sind hier neuralgische Punkte? Wo sind Engstellen, die ich einfach gut abdichten kann? Und welche nacheinander machen? Im Moment bin ich noch dabei, erstmal. Jeweils. Aber die Frage ist, warum ich hier Tore gebaut habe, überlege ich gerade. Damit die halt dahin können. Die Frage ist, schaffe ich es nachher eh, mich zurückzuziehen? Wenn ich merke, das fällt hier. Ist das überhaupt sinnvoll? Oder ist das nicht so sinnvoll? Da bin ich nicht ganz sicher. Ich würde jetzt hier noch einen Steinturm bauen. Vielleicht hätte man das ein bisschen versetzt bauen sollen. Vielleicht die Mauern irgendwie und die Tore. Weil es zu breit ist, braucht eigentlich nur einer Platz da drin. Naja, wurscht. Ich habe immer noch Leute rumstehen. Hier stehen überall Hampelmänner rum. Das Geld quillt schon wieder über. Baue ich denn gerade so viele? Muss ich mal ein bisschen gucken, wo das ist. Okay, wird gebaut. Und jetzt pumpen wir auch wieder Thanatos. So wird man das Geld schon los. So ist es nicht. Können wir auch gleich wieder Farmen bauen. Da, wo wir noch gute Farmen bauen können. Ist nämlich gar nicht so einfach, noch gute Plätze zu finden. Ich muss auf den Geldtick warten gerade. Go, go, go. Man hört überall Schießerei. Wie lange dauert das gerade? Das Geld kommt immer ziemlich auf einmal, weil ich die Upgrades so gemacht habe. Sniper is ready. Also an der Stelle ich auf jeden Fall. Aber hier kann ich doch mich doch besser nach vorne durcharbeiten, oder? Also hier müsste doch auf jeden Fall. Hier ist doch noch mehr drin. Thanatos, ready and cool. Und dann hier noch ein Turm. Okay. Malbo fragt, wie viel Prozent? 75% ist ja langweilig. Naja, ist halt mein erstes Mal richtig, dass ich jetzt spiele. Die anderen waren halt so Anläufe, wo ich das mal kennenlernen musste und dann irgendwo immer ein Zombie einfach schräg in die Basis gelaufen ist, weil ich da nicht richtig abgedichtet hatte. Für jemanden, der natürlich jetzt schon viel gespielt hat, ist das natürlich nicht so spannend. Für mich das erste Mal, dass ich halt jetzt hier bei Tag 80 bin. Deswegen bin ich auch gespannt, wie die letzten Wellen dann aussehen. Wie ich die genau baue. So, wir haben einigermaßen Stein. Das heißt, ich baue hier mal diese zweite Verteidigungslinie, die ich ja plane, ein. Sehe ich gerade nicht. Nicht genug Material. Oh, mein Gold. Obwohl ich schön 4000 Gold bekomme.
ist das Geld dann trotzdem auch schnell weg immer. Attention. Building completed. So. Da muss ich auch nicht komplett rüberbauen. Ich habe ein bisschen überlegt. Es reicht, wenn ich das einfach hier zubaue. So. So, und hier mal den Scheiß. Sniper is ready. Ich würde mal keinen Scan wieder ein paar Sniper in den Turm da oben schicken. Es stehen doch bestimmt noch irgendwo sinnlos welche in der Gegend rum. Das hat das bisschen das Problem später, dass man halt gar nicht mehr die Übersicht hat über die Einheiten, die irgendwo in der Gegend rumpimmeln. Ich müsste doch mehr Sniper haben. Ich habe auch viele. Was ist denn hier los? Zum Beispiel, so, kommt mal hier raus da. Okay, wir haben zumindest drei Sniper mal. Komm mal hier rein. Danke. Ist noch gerade wieder fertig gebaut worden. Mal gucken, hier haben wir doch ein paar. Hier haben wir doch ein paar. Eins, zwei. So. So ein paar Türme hier nehmen, wo nicht so viel los ist. Soll ich die Stacheln vor die Mauern machen? Das bringt mir Zeit zu eliminieren. Ja, das wird aber auch verbraucht. Das mache ich schon noch. Das habe ich ja gerade erst erforscht. Stacheldraht. Das mache ich dann hier ganz gut. Schon zu nah am Kartenrand. Ich dachte, dass ich hier das noch nutzen kann. Ist tatsächlich hier auch schon zu nah am Kartenrand. Das ist ja ätzend, aber hier noch nicht. So, wo ich schon die zweite Verteidigungslinie habe, das ist hier. Warum kann ich denn angeblich hier noch eine Linie bauen? Das stimmt doch gar nicht, wollte ich gerade sagen. Stacheldraht kostet 100 Gold und 3 Eisen. Gar nicht mal so billig. Ist eigentlich gar nicht, ist gar nicht so effizient, wenn man es ausrechnet, was das bringt in Zeitrelation so. Aber irgendwann ist das die Effizienz nicht mehr so wichtig. Weil ich halt genug Ressourcen habe und eigentlich nur noch nicht so nah am Kartenrand mein Geld ausgeben möchte und halt meine Verteidigung aufbauen und so weiter. Und dann spielt das da gar keine Rolle mehr. Mach ich mal überall, wo ich schon die zweite Verteidigungslinie habe. Ja, nicht überall vielleicht, aber an mehreren Stellen, wo ich es schon habe. Mir leisten kann. Hauen wir es mal raus. Und hier wäre es zum Beispiel noch der Fall. So. Hier bräuchte ich auch mal 4 Sniper kurz. Ne, nur 4. In den ersten Turm und dann ziehen sie sich wieder den zweiten zurück, wenn es soweit ist. Sniper is ready. So,
So, 4 Sniper schicken wir in den anderen Turm. Your sniper at your service. Und da geht das ganze Geld hin. Da mal 4 drin. Okay, dann kommt jetzt hier. Sind wir auf 3,7 wieder runter. Doggy meint, warum mir plötzlich Effizienz nicht mehr wichtig ist. Das hat ja nur mit zu tun, sozusagen mit so einer Art Zinseszinseffekt. Effizienz ist halt wichtig und Goldeinnahmen, dass ich hier nicht für stationäre Sachen ausgebe, Sachen, die ich nicht brauche, weil ich davon profitiere. Wenn ich jetzt bei Tag 80 bin und bald Schluss ist, dann brauche ich das Geld hier nicht. Wenn ich bei Tag 99 bin, hilft mir nicht, das Geld zu sparen, weil ich das eh nicht mehr für was anderes brauche. Also es geht ja nur darum, immer so viel Geld zu haben, dass man das noch sinnvoll investieren kann. Wie gesagt, wenn ich jetzt eh jetzt kurz vor Ladenschluss bin, dann gebe ich halt das restliche Geld noch aus. Ein gutes. Man merkt es auch mit dem Strom wieder jetzt. Die Vollstrecker fressen halt ordentlich Strom. So, guck mich das jetzt hier ist. Tanatus, ready and cool. So, jetzt habe ich da überall das zugebaut. Los geht. Da wurde gerade geschrien. Ich habe gerade voll Schiss bekommen. Ich dachte, warum wird denn jetzt hier geschrien? Es sind irgendwo Zombies in meiner Base. Der hat nur einen gesehen. Hätte ich auch vorher sagen können, dass da welche sind. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ich finde die Verteidigung geil. Eigentlich ist ja ganz geil, eigentlich in die letzte Welle geschafft wäre und wenn man dann noch sozusagen einen Bonus bekommen könnte, wenn man einfach versucht, so viele Einheiten drauf zu schmeißen, dass man gucken kann, wie viel kann man denn, könnte man theoretisch verteidigen. Das wäre irgendwie ganz witzig, wenn das irgendwie gehen würde. Doggy schreibt gerade richtig, ich sollte Ost und Süd noch besser verteidigen, das stimmt. Der Norden ist ziemlich gut verteidigt. Hier. Hier ist so Mitte, aber 2 Sniper-Türme. Hier ist ziemlich gut verteidigt. Hier ist so Mittel. Hier ist auch nicht so doll. Aber es gibt schon noch ein paar Gebiete, wo ich besser verteidigen müsste, vor allem, wenn die nächste Welle kommt. Dann gehen wir das mal richtig an. Eins, zwei, drei, vier. Ein Sniper-Turm. Sind dahin welche unterwegs? Das weiß ich manchmal nicht, ob ich ja schon irgendwie Sniper hingeschickt habe in den Turm. Ich glaube nicht, wir schicken da mal 3 hin. I need to kill something. Und die Fallback-Lines mache ich noch nicht, weil damit hoffentlich kein Fehler, aber damit rechne ich jetzt noch nicht. Was haben wir hier? 3 Vollstrecker, ein Turm mit 2 Leuten nur. Death, lovely death. I need to kill something. Hier noch ein paar Strecker mehr gebrauchen. Hier mache ich dann eher eine zweite Linie dahinter. Hier wird es halt interessant. Okay, will ich mal kurz gucken. Miss. Zu nahem Kartenrand schon alles. Krass. Das ist echt genau an der Ecke alles. Da müsste noch mehr gehen, zumindest an der Ecke, die geht auch nicht.
Abgefahren. Da haben wir zwei Sniper-Türme, die relativ weit kommen. Also einfach eine Schusskraft ist hier eigentlich ganz gut abgesichert. Aber ganz ungefährlich ist es trotzdem nicht. Tanatus, ready and cool. So, einen baue ich hier trotzdem mal noch hin. Die kommen hier schon ganz schön angestürmt. Das kann nicht schaden. Jasmin meint Probleme, die sonst keiner hat. Der Kartenrand ist zu nah. Ich habe mich halt relativ weit ausgebreitet, das stimmt. Ach, ist doch schön. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sniper. So. Die Frage ist, kann ich mich und will ich mich überhaupt zurückziehen? Ich sag mal ja. Bin ich ein bisschen versetzt? Warum müsste es eigentlich stärker sein? Könnt ihr denn trotzdem durchgehen? Wisst ihr das? Könnt ihr durch versetzte Tore? Und jetzt glaube ich, weil es diagonal davor ist, geht es wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann keine versetzten Tore bauen. Von wo kommen sie denn eher? Von hier unten oder von hier rechts? Man kann mehrere Steintore voneinander bauen, was ganz nett ist. Drei Reihen stimmt überhaupt nicht. Geht doch nicht vielleicht. Ich dachte, man kann mehrere voneinander bauen. So. Ich dachte, ich kann jetzt noch einen Turm hier davor setzen. Und doch, jetzt geht's. Das war dann die Rückzugslinie. Die erste an der Stelle. Und hier habe ich das sogar gebaut. Ja, guck an. Schaffe ich es hier irgendwie zwei hinzusetzen? Ich brauche Materialien. Obwohl, ja, so ein bisschen beschützen kann er das schon. Ah ja, ja, also ganz glücklich bin ich, aber bin ich eigentlich zu weit vorne. Eigentlich zu weit vorne. Sniper is ready. Geld. Baue ich so. Ein Turm noch an die Ecke. Kann ich hier noch Mauern bauen? Mr. Burns meint, die kommen von überall, die letzte Welle. Davon würde ich ausgehen. Sputnik ist überrascht, dass ich überhaupt Mauern gebaut habe. Ja. So, die gehen in den Turm. Ich baue mal weiter Sniper. Hier haben wir auch schon zwei Reihen von Verteidigung. Da sind vier drin. Guck mal einfach, welche Grenzen ich jetzt ordnungsgemäß abgesichert habe. Hier hätte ich noch Platz für eine zweite Verteidigungslinie. Kommt auch hin. Wie weit ist mein Stromnetz hier? Nicht weit genug.
Müssen wir mal in die Mitte setzen hier. Kriege ich hier eine zweite Verteidigungslinie davor? Müsste eigentlich gehen. Ja. Ach, da habe ich schon einen. Okay. Nicht genug Geld im Moment. Kann man wieder ein paar Sniper auf Türme verteilen. 4, 4, 4, 4, 3. Ah, da haben wir doch schon einen entdeckt. Rein damit. 4 und hier haben wir auch wieder 4. 3, 4. Hier hin. Das sind die Stellen, die eigentlich eh gut verteidigt sind. Von daher, also wenn jetzt halt wieder aus dem Osten kommen, habe ich wieder so ein, wo ich denke, ach Mann, komme ich schon wieder von da. Von daher soll ich mich eher auf den Teil konzentrieren. Ich sollte hier noch einen zweiten Turm bauen. So einfach. Damit sie sich hier zurückziehen können. Eine Steinmauer. Ach, es geht nicht diagonal, das ist immer so scheiße. Dann halt so. Obwohl das ja eher gleich ist. Für die nächste Welle ist es ja noch nicht von Belang. So, da haben wir zwei Sniper-Türme. Bewegen sich auch gerade eine Menge Leute weg. 4 Stück kommen in den zweiten Turm hier. Wo war das? Oder war es nicht eigentlich sogar die Rückfalllinie? Ja, obwohl, das halten wir einfach mal. Also noch so schnell wie möglich zurückziehen, wenn es denn sein muss. Hier haben wir die nächste Linie noch aufgebaut. Hier können auch noch 4 Leute rein. Dann mache ich hier mal die Mauer zu. Na, hier ist die Verteidigung jetzt nicht so schlecht. So. Habe ich jetzt hier 4 in dieses... Ne, 4 in das Zeug geschickt. Hier kommen noch 4 rein. Wollen wir noch Schwachstellen? Hier haben wir einen Turm, 2 Türme. Dann würde ich mir hier noch einen Turm hinbauen. Der kann nach rechts und nach oben verteidigen. Das ist mal ganz gut. Wie sind hier die Laufwege? Das geht alles. Ich noch ein bisschen Stacheldraht auslegen. Ein Turm hier. Hier will ich auch noch einen zweiten Turm. Ist ein bisschen komisch, wie es hier aufgebaut ist. Es ist sehr weit nach hinten versetzt irgendwie. Haben wir 2 Sniper-Türme in der Mitte. Hier links haben wir gar keinen. Mindestens einen sollte man schon immer haben. Hier hätte ich, glaube ich, noch ganz gern einen zweiten. Hier haben wir 2, aber keine Besatzung im Moment. Ich muss vielleicht die Thanatos mal ein bisschen gleichmäßig auf der Karte verteilen. Ich hole mal, hier oben steht ein ziemlich großer Pulk. Hier stehen 3. Dann kommen wir hier noch welche hin. Die können dann nach da und nach da. Hier unten stehen gar keine. Das haben wir auch nicht so das Ideale. Wo sammeln sich denn die blöden Thanatos da?
ziemlich große Grenze. Kommt mal hier nach unten. Die stehen hier. Die können also in den Bereich relativ schnell rüber. I'm hungover. Die kommen hier hin. Die kommen hier hin. So. Was steht denn im Twitch-Chat so ein bisschen? Executor brauchen 4 Arbeiter. Heißt das, da kommen auch 4 Zombies raus, wenn sie fallen. Ja. Und Sagunus fragt, warum halt mein Einkommen abnimmt. Genau, weil ich halt Sachen baue, die Unterhaltskosten haben. Einheiten und Türme. Sniper is ready. So, wo habe ich jetzt noch angefangen? Zweite. Hier habe ich dann noch. Wir haben uns über Schocktürme gesprochen. Zu denen habe ich irgendwie so keine richtige Meinung. Ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie voll scheiße finde. Gehört, dass die brauchen wohl sehr viel Energie, wie man auch gerade gesehen hat. Was nicht so ohne ist. 30. Also. Wenn ich jetzt keinen Bock habe, rumzutun mit den Mühlen, gibt es noch ein paar Kraftwerke. Wohl hier würde ich dann eher eine Verteidigungslinie einziehen. Mittelfristig will ich das brauchen, so. Energie warten. Laubi meint, Energie zu verbrauchen ist nicht so gut, da Powerplants sehr viel Stein brauchen. Das stimmt natürlich auch, dann fehlt ja mir wieder an anderer Stelle der Stein. Ganz guter Hinweis. Das ist immer ein guter Grund auch Mühlen zu bauen, weil die eben keine Steine brauchen. Also deswegen so ein bisschen gucken, ob ich oben auf der Karte jetzt hier ein paar Mühlen unterbringen kann. Und das stimmt auf jeden Fall. Das ist eine kritische Sache für die Schocktürme. Deswegen kann man da nicht zu viele von bauen. Laubi meint, deswegen verzichtet er auf Schocktürme, baut Mühlen und dafür mehr Executors und Thanatos. Ja, aber es gibt durchaus ganz viele verschiedene Strategien, wie man es machen kann. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich gibt es gibt nicht die eine richtige, sondern es hängt ein bisschen vom Spielstil ab, von den Vorlieben. Und manche bauen halt viel Schocktürme, wie wir im Chat gerade gelesen haben, und finden die total super. Und manche sagen, nee, sind halt nicht super. Ist halt Geschmackssache. Mr. Burns baut ein pro Mauerabschnitt. Die können in bestimmten Kombinationen sicherlich auch sehr gut sein. Also wie gesagt, sollte man nicht immer so engstirnig sehen. Da gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten und Vor- und Nachteile. Es hängt immer ein bisschen von der eigenen Kolonie ab.
weiß gerade mal, dass ich hier mehr. Sniper is ready. Nur 530 Energie. Ich übertreibe es anscheinend auch ein bisschen. Boah, dann zack, 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 ich brauche ein bisschen und dann 530 ist jetzt schon relativ gut. So. Ein Vollstrecker noch, dann bin ich hier ganz. Fühle ich mich hier ganz wohl. Okay, jetzt habe ich gerade nicht genug Gold. Macht sich das halt bemerkbar. Habe ich denn hier schon welche hingeschickt? Ja. Das sieht mal aus, als wären da nur zwei drin. Das irritiert mich jedes Mal nicht mal. Warum sind denn nur zwei? Wo sind die anderen Faulenzer? Und dann sind die halt schon da. Das ist so eine blöde Engstelle hier. Die gefällt mir überhaupt nicht. Da schicke ich auch schon mal direkt vier Sniper rüber. Die Stelle gefällt mir echt überhaupt nicht da hinten. Nicht so blöd zu verteidigen. Genau wie die hier. Habe ich da schon vier Sniper reingeschickt? Ich glaube auch noch nicht. My rifle is ready. Was ich halt mit nicht so, wo ich wenig Platz habe, nehme ich halt noch Sniper-Türme. Als Ergänzung mit dazu. Ein Turm, zwei Türme. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon welche hingeschickt habe. Möglich ist aber, ich habe die Karte eiern dahin schon. Und ich das vergessen habe. Alles möglich. Ein Sniper-Turm, ein das. Ich will den Schockturm dann vor allem bei der zweiten Linie, glaube ich, machen. Dass ich hier schon viele von den Starken kille. Und aus den, wenn die mal anfangen, meine Kolonie zu überrennen, werden sie halt vor allem schwache Zombies generieren, aber Massen davon. Und das ist halt das, was es nachher ausmacht, dass, glaube ich, dann in der zweiten Verteidigungslinie ich mit meinen eigenen, gegen meine eigenen Leute kämpfen muss, leider. Und hoffentlich habe ich schon relativ viele von den starken Zombies hier an den Außengrenzen gekillt. Das wäre toll. Ob es wirklich so genau läuft, werden wir dann sehen. Im Westen neben dem Wald eine ungesicherte Stelle. Schau mal richtig. Im Westen neben dem Wald. Bisschen genauer wäre es ganz gut. Ich würde mich über. Ich glaube nicht, dass da irgendwo wirklich eine Lücke ist. Meinst du hier? Da ist eine Diagonale. Hier ist nicht zugängbar und hier ist ein Baum. Also hier ist ein Baum, geht bis hier. Und von links geht das bis hierhin. Ich kann es dir mal zeigen. Man kann hier nicht bauen. Und man kann hier nicht bauen. Das sieht so aus. Aber, ja. Also wenn du die Stelle gemeint hast, Sascha Sun, dann kann ich dich beruhigen. Da kommt man nicht durch. So. Kann und will ich noch einen dazwischen setzen? Das ist ja eigentlich ein bisschen. Machen wir es noch ein bisschen anders. Die falsche Mauer abgerissen. Danke. So baue ich die. Und kein Gold mehr. Tanatos.
Ready and cool. Der Muffin fragt, ob ich im Norden nicht noch zwischen meinen beiden Mauern noch Türme und Bauern mag. Du meinst hier, dass die Feuerkraft mehr konzentriert auf bestimmte Stellen? Meinst du das oder wo? Da kann ich oft nichts mehr bauen, weil es halt dann die Mauern, weil es nicht mehr zulässt. Also es geht an der Stelle nicht. Wie sieht's aus? Wir haben ordentlich Lebensmittel, um noch Leute, also um Einheiten auszubilden. Wir haben ordentlich Strom für massig Türme. Das Geld macht sich langsam bemerkbar, dass wir halt wirklich runtergehen. Aber ich werde jetzt weiter einfach die Grenzen ausbauen. Die Doppelten bin ich gerade dabei für die letzte Welle, 85. Wie angekündigt. Und jetzt nach der nächsten Welle werde ich anfangen, tatsächlich die innere Verteidigung zu machen. Es ist soweit. Die innere Verteidigung ist das nächste Ziel. Ganz schön spannend. Ist nicht mehr lange hin bis zur finalen Welle. Puh, bin sehr aufgeregt.